zur Aufnahme. Fragen, bis der Arzt geht. Wir machen eine ventrale Diskektomie, Dekompression und Cage-Fusion, wahrscheinlich auch mit Platte, C3-4. OP-Zeit etwa 90 Minuten, Lagerung ist gut, Bilder haben wir, Blutverlust etwa 30 Milliliter. So, wir machen jetzt den Hautschnitt. Der Hautschnitt ist bei diesem Patienten an der rechten Halsseite. Man könnte ihn auch an der linken machen, aber in dem Fall Pinzette für mich und Pinzette für Florian. Für mich ist das in dem Fall besser geeignet, weil er links im Arm Beschwerden hat und ich kann von hier besser zur Gegenseite arbeiten und da dem Nervenkanal etwas besser Platz schaffen. Außerdem ist es für Rechtshänder grundsätzlich auch angenehmer, von rechts zu operieren. Mhm. Bei diesem Patienten operieren wir ja zwischen dem dritten und vierten Halswirbel. Das ist schon relativ hoch, also weit oben, weil die meisten Pathologien, also Erkrankungen, spielen sich eher im unteren Bereich der Halswirbelsäule ab. So zwischen dem fünften und sechsten und sechsten und siebten Halswirbel. Ja. Aber er hat zwischen dem dritten und vierten Halswirbel jetzt seine Engstelle. Und von daher muss man hier auch vom Zugang her natürlich das beachten, was da in der Nachbarschaft liegt. Also zum Beispiel der Kehlkopf, der wäre so zur Mitte hin zu erwarten. Den hat man weiter unten nicht mehr. Gibt es denn da dann auch eigentlich einen operativen, weil eben schon anatomischen Unterschied bei der OP an einer Frau? Die haben meistens dünnere Hälse, vor allen Dingen, weil auch die Muskulatur nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Also meistens gehen die Frauenhälse vom Zugang her leichter zu operieren. Ja, das stimmt. Und es hängt schon auch davon ab, wo ich hin muss, wenn ich jetzt zum Beispiel so am Übergang von der Hals- zur Brustwirbelsäule operiere, also relativ tief. Dann stören natürlich kräftige Schultern auch noch. Da müssen wir relativ stark die Schultern nach unten ziehen. Und das ist auch bei Männern in der Regel schwieriger als bei Frauen. Die Länge von dem Schnitt, das ist jetzt schon dem es bleibt? Ja, das sind 4 cm. Ja. Weniger geht nicht. 4 cm ein Querschnitt bewusst, weil die kosmetisch günstig sind, weil die in einer Halsfalte verlaufen. Wir haben ja quere Halsfalten und da verläuft genau dieser Schnitt. Also das sieht man hinterher kaum. Diesen Schnitt macht man quer dann, wenn man eben entweder nur eine oder zwei Bandscheiben operieren möchte. Wenn es ein längerer Eingriff ist, also über 3 oder 4 Wirbelkörper oder Bandscheibenebenen, dann nimmt man einen Längsschnitt, dann kann man den nach oben und unten erweitern. Sind denn eigentlich immer zusammenhängende Wirbel betroffen oder kann es auch mal dazwischen Wirbel geben, die eigentlich noch funktional gut sind und sie quasi einen Abstand hätten, um dann wieder weiterzumachen? Ja. Wie würden Sie denn da operieren? Ja, gute Frage. Also meistens hängen sie zusammen, aber in der Tat ist das so, dass es das gibt, dass eine Bandscheibenebene dazwischen völlig normal ist. Dann nehme ich meistens einen Längsschnitt, weil ich dann sowohl nach oben und als auch nach unten komme. Das sind ja immer nur wenige Zentimeter. Also auch wenn man 3 oder 4 Höhen operiert, dann ist der Schnitt auch nicht länger als ungefähr 7 cm. Sie hatten eingangs gesagt 7 Halswirbel. Genau. Ja. Das heißt, mehr könnte man ja sowieso nicht in einem Vorgang, wenn jetzt jeder Wirbel betroffen wäre, operieren. Genau, das ist selten der Fall, dass wirklich alle betroffen sind. Aber es gibt manchmal natürlich auch Situationen, da muss man schon eine längere Strecke operieren. Zum Beispiel, wenn eine Fehlstellung da wäre, kann ja sein, dass der ganze Hals so nach vorne übergebeugt ist. Und wenn das dann Schmerzen macht, dann kann das schon sein, dass man die ganze Halswirbelsäule auch fixieren muss oder korrigieren muss. Und dann könnte das auch ein Eingriff der gesamten Halswirbelsäule sein. Vielleicht sogar bis zur Ausdehnung zur Brustwirbelsäule. Dann operiert man das aber in der Regel nicht mehr von vorne, so wie wir das jetzt machen, sondern von hinten. Da gibt es eben auch Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt so eine Situation habe wie bei diesem Patienten, dass also
von vorne sozusagen, also von dem Bandscheibenraum aus, der Knochen Richtung Wirbelkanal gewachsen ist, dann kann ich das Problem auch nur von vorne lösen. Ja. Und das ist eben bei den meisten Patienten so. Deshalb sind eben auch die häufigsten Eingriffe an Halswirbelsäule von vorne. Von vorne seitlich, ne? Das, ja. Da ist der Schnitt. Aber im Endeffekt kommen wir dann schon richtig senkrecht auf die Halswirbelsäule vorne dann an. So, ich durchtrenne immer noch diesen oberflächlichen Halsmuskel, um dann letztlich weiter in die Tiefe vorzudringen. Muss man natürlich alles ganz vorsichtig machen und schrittweise. Jetzt versuche ich ganz stumpf, also ohne, dass ich irgendein scharfes Instrument nehme, den Zugang zur Halswirbelsäule zu schaffen. Und da taste ich zuerst die Halsschlagader. Das ist die Arteria carotis. Und die taste ich jetzt schon. Das ist eine ganz wichtige Leitstruktur. Langweg brauche ich. Weil ich nämlich dann zur Mitte hin von dieser Arterie aus jetzt mich auf die Halswirbelsäule vorarbeite. Was tastet sie jetzt aber ich mit taste dem die, Finger, ich ohne taste, Instrument? Mit dem Finger ja. taste ich und versuche jetzt gleich auch mit anderen stumpfen Instrumenten dann auf die Halswirbelsäule zu kommen. Und das ist eben sehr, sehr schonend, weil ich jetzt nicht mehr mit einem Messer oder mit einer Schere arbeite. Denn da sind ja doch sehr viele... Nee, alles gut. Da sind ja doch sehr viele wichtige Strukturen. Und zwar, wir haben einerseits den Kehlkopf in der Region, aber wir haben da auch noch die Luft- und die Speiseröhre. Und alle in der Mitte, die laufen ja genau in der Mitte entlang. Und seitlich sind dann eben die großen Blutgefäße. Und genau dazwischen ist ein eigentlich sehr eleganter Weg, der uns dann auf die Halswirbelsäule führt, wenn man eben genau zwischen diesen Strukturen arbeitet. Und das mache ich jetzt ganz vorsichtig mit so einem Tupfer. Mhm. Das ist also ein ganz stumpfes Vorgehen. Ich hoffe, dass ich dann gleich auf dem Hals, also auf dem Knochen bin. Was wären denn so mögliche Risiken, die jetzt bei so einem Eingriff passieren könnten? Also wir sprechen ja immer bei jeder Operation von den allgemeinen OP-Risiken, die natürlich auch bei einer Halswirbelsäulenoperation da sind. Das sind immer Infektionen oder Wundheilungsstörungen, Blutungen können auftreten, Thrombosen und Lungenembolien. Das ist ein Thema, was eben jede Operation betrifft. Das ist grundsätzlich bei diesen Halswirbelsäulenoperationen extrem selten. Also da müssen die Patienten kaum Angst vor haben. Es ist wirklich eine Seltenheit, dass das passiert. Natürlich kann es passieren, aber es ist eher selten. Dann haben wir natürlich die Risiken, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe, nämlich diese zugangsbedingten Probleme, wenn ich jetzt bei diesem Zugang irgendwas verletze. Deshalb muss man das eben auch so vorsichtig machen. Ne? Ganz stumpf alles, vorsichtig, dass man eben wirklich da nichts verletzt. Aber das wäre dann schon auch eine schlimmere Sache, ne? Wenn man eine Speiseröhre verletzt. Das gibt schwere Infektionen und ist auch sehr schwer zu reparieren. Also das muss man schon vermeiden. Und dann hat man natürlich bei jedem Eingriff an der Wirbelsäule auch immer diese neurologischen Komplikationsmöglichkeiten. Denn man arbeitet ja letztlich an Nerven und vor allem bei der Halswirbelsäule am Rückenmark. Ja. Und potenziell ist das ein Risiko, dass man das Rückenmark verletzt. Und dann kann es im allerschlimmsten Fall eine Querschnittlähmung geben. In der Praxis kommt das sehr selten vor, aber Einzelfälle sind eben da nicht ausgeschlossen. Ne? Das wäre dann natürlich schon sehr, sehr dramatisch für den Patienten. Jetzt sind wir auf der richtigen Ebene. Jetzt weiß ich schon mal, wo ich dahin muss. Ja, Stichwort Regelmäßigkeit. Können Sie vielleicht irgendwie so eine grobe Zahl sagen, wie oft Sie diese Art Eingriffe hier im Anderstift durchführen? Ja, also im Moment relativ häufig, jede Woche. Jede Woche, aber das ist immer so eine... Wir führen natürlich auch extrem viele Lendenwirbelsäuleneingriffe durch. Die sind auch prozentual häufiger als die Halswirbelsäuleneingriffe. Also an der Lendenwirbelsäule hat man es doch noch häufiger. Und von daher ist die Halswirbelsäule sowieso etwas geringer betroffen. Aber im Moment machen wir es jede Woche. Und meistens auch mehrere Höhen. Das ist jetzt mal wirklich eine Ausnahme, dass es nur eine Etage ist. Aber die meisten Patienten haben doch zwei oder sogar drei Problembandscheiben, die dann operiert werden müssen. Bei manchen Patienten, und das ist bei diesem Patienten auch so, er hat einfach keine Alternative.
Er hat eben diese Rückenmarksschädigung schon im Moment noch in leichter Form, aber das wird nicht besser. Und er hat eben auch relevante Schmerzen für ihn relevant. Und dann ist die Therapie der Wahl wirklich die Operation. Also es ist dann so, dass keine andere Behandlung in irgendeiner Form gleichwertig ist. Das muss man dem Patienten dann auch wirklich so sagen. Es gibt ja auch gar nicht so wirklich präventive Maßnahmen wahrscheinlich, ne? Weil es ja auch oft mit Verschleiß zu tun hat. Das geht eben nicht. Sie können eben nicht ganz präventiv hier vorgehen und ganz sicher solche Erkrankungen vermeiden. Können Sie nicht. Und das sage ich den Patienten auch immer. Nochmal ein Bild. Sage ich den Patienten auch immer, dass die sich nicht irgendetwas vorzuwerfen haben, dass die irgendwas falsch gemacht hätten. Man kann sich schon vorstellen, dass das für die Weichteile natürlich ein bisschen Stress ist. Die Patienten haben durchaus Schluckstörungen hinterher ein bisschen. Es dauert meistens nur so ein paar Tage, dass die Schluckstörungen dahingehend merken, jetzt diese Sperrblätter, dass zum Beispiel sie feste Speisen nicht mehr ganz so gut schlucken können. Trinken geht immer noch, aber feste Speisen haben die so ein Kloßgefühl. Aber ich sage immer allen Patienten, verhungert ist noch nie jemand dadurch. Und das ist ein paar Tage. So, und wenn Sie jetzt, wo können Sie auch noch mal reingucken? Jetzt gucken wir nämlich genau auf die Bandscheibe drauf. Und man sieht, dass die ganzen Weichteile geschützt sind durch diese Sperrer. Die sind auch stumpf, also haben keine Haken, können nichts verletzen. Und so bleibt das jetzt fast die ganze Zeit. Jetzt schneide ich vorne die Bandscheibe ein. Man merkt auch, dass die verknöchert ist. Also ist keine normale, rein knorblige Bandscheibe, sondern es ist alles verknöchert. Und da wird jetzt erstmal der Eingang zum Bandscheibenraum damit geschaffen, indem ich ein bisschen Knochenmaterial da abknabber. Und dieser Knochen wird nicht weggeschmissen, sondern der hat später noch eine Funktion. Wenn ich nämlich das Bandscheibenersatzimplantat dann einsetze, dann wird das unter anderem auch mit diesem Knochenmaterial gefüllt, denn das hilft auch, zu der Versteifung zu führen. Wir wollen ja, wenn wir das Bandscheibenfach ersetzen mit einem Implantat, nicht nur, dass das so kurzfristig hält, sondern es soll dauerhaft halten. Und dafür muss es versteifen. Das ist also eine Versteifungsoperation, die wir hier machen. Und je mehr Knochenmaterial noch zum Einsatz kommt, und am besten vom Patienten selbst, desto besser funktioniert das. Und das ist die Standardtechnik eigentlich, die man durchführt, also Implantat plus Knochenmaterial und meistens nehme ich auch noch Knochenersatzstoff, denn ich möchte alles tun, damit es hinterher fest wird. Aber fest heißt, also versteift heißt, dass ich in diesem Bandscheibenraum nie wieder irgendein Problem abspielen kann, weil sich ja nichts mehr bewegt. Natürlich hat man grundsätzlich erstmal Angst, wenn man hört, ich muss versteift werden. Das ist völlig unbegründet, weil man es im täglichen Leben nicht merken kann. Also wenn eine Bandscheibe oder zwei oder auch drei versteift sind und sich also sozusagen von der Beweglichkeit völlig ausgeschaltet haben, das merkt man nicht. Weil nämlich an der Halswirbelsäule die überwiegende Beweglichkeit, zum Beispiel der Drehung, durch die oberen beiden Halswirbel gesteuert wird. Da bin ich ja weit weg. Oder das Nicken oder nach hinten legen des Kopfes wird auch vom Übergang vom Kopf zum ersten Halswirbel gesteuert, sodass das überhaupt nicht beeinflusst wird. Also das ist nie ein Argument, ich habe hinterher einen steifen Hals und lasse mich deshalb nicht operieren. Mit diesem Löffel kratze ich jetzt gerade das Bandscheibengewebe raus. Das ist sozusagen jetzt die Bandscheibe zwischen dem dritten und vierten Halswirbel. Die muss komplett weg. Aber die verwenden Sie fürs Implantat auch noch, oder? Die Bandscheibe selber nicht, denn die ist ja knorpelig und der Knorpel führt ja nicht zu einer Versteifung. Ja. Deshalb, das wird nicht verwendet. Nur der Knochen, den ich nebenbei noch entfernt habe. Also das ist sozusagen diese ganze kaputte Bandscheibe. Man sieht, dass die ein bisschen dunkel ist. So dunkelbraun, gelb, grau. Das ist so eine typische degenerativ veränderte Bandscheibe. Beim Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, hoffentlich auch noch bei uns vielleicht, sind die Bandscheiben weiß. Irgendwann sieht das dann mal so aus wie bei unseren Patienten. So, und jetzt guckt man sozusagen, jetzt sehen Sie das, was ich sehe. Ich habe jetzt hier die Bandscheibe ausgeräumt. Die ist also weg. Und wo ich draufsauge, ist im Endeffekt dieser Knochen, der jetzt Richtung Rückenmark zuläuft. Der also durch die Stenose jetzt viel zu viel vorhanden ist und den wir jetzt da entfernen müssen. Und
Das macht man, indem man dann gleich eine Fräse nimmt, also wie beim Zahnarzt sozusagen, und diesen ganzen Knochen abträgt, weil man sonst gar nicht irgendwie mit dem Instrument diesen Knochen entfernen könnte. Und diese Weichteilstrukturen am Hals sind alle jetzt hier geschützt. Also das ist diese Fräse. Ne? Also wie ein Bohrer sozusagen. 4 mm im Durchmesser. So kann man jetzt auch gleich mal abschätzen, wie denn überhaupt die Dimension da im Bandscheibenraum ist. Und das wird jetzt immer Schritt für Schritt abgetragen. Wenn man dann wegfräst, dann macht man das eben ganz vorsichtig. Und der Assistent muss eben schön spülen, am besten an meinen Bohrer, damit das Ganze nicht zu heiß wird. Und ich eben auch das ganze Knochenmehl durch die Spülung dann absaugen kann. Hm. Wie schnell verspürt denn der Patient Besserung nach dem Eingriff? Unterschiedlich. Was den Arm angeht, kann der sofort schon merken, wenn er wach wird. Das kann sein, aber die Rückenmarksymptome dauern wahrscheinlich ein bisschen länger. Manche Patienten sagen wirklich schon sofort, dass sie was merken. Dass wieder das Kribbeln nicht mehr da ist zum Beispiel. Sind wir auch gleich fertig mit der Dekompression, also mit der Erweiterung. Wenn man das hier jetzt auf ganzer Breite gemacht hat, ne, dann ist der wichtigste Schritt, also die Entlastung des Rückenmarks, dann auch schon geschafft. Was heißt schon? Aber das ist das, was eigentlich das primäre Ziel ist, Platz schaffen mit möglichst Verbesserung der Rückenmarkfunktion. Das ist das primäre Ziel. Das sekundäre Ziel ist dann diese Versteifung. So ein Bandscheibenvorfall entsteht ja von jetzt auf gleich. Durchaus. Ja. Die Patienten können einem genau sagen, es war um 10 Uhr Heiligabend, da habe ich Beschwerden bekommen. Und da hat auch der Körper keine Chance, sich an die Situation anzupassen. Ja. Deshalb haben diese Patienten mit dem Bandscheibenvorfall auch durchaus öfter neurologische Ausfälle mit Lähmungen oder Gefühlsstörungen. Mhm. Und bei dieser Spinalkanalstenose ist an der Lendenwirbelsäule genauso. Da entwickelt sich das eben über einen sehr langen Zeitraum. Und wir Menschen können eben solche Prozesse auch irgendwie kompensieren, bis zu einem gewissen Grad. Sodass dann irgendwann mal die Patienten was merken, aber das geht eben schleichend. Deshalb ist es auch sehr schwierig, immer so eine Rückenmarksschädigung gleich richtig zu erkennen. Das passiert nämlich gar nicht so häufig, weil auch nicht alle Patienten Schmerzen haben. Mhm. Die werden so ein bisschen gangunsicher, haben zunehmende Taubheit oder Schwächen in den Händen. Dann denkt man erst, das ist irgendeine andere neurologische Erkrankung, Nervenbedrängung zum Beispiel. Man muss dann eben einfach dran denken, dass es auch von der Halswirbelsäule kommen kann. Da muss man diese Kernspintomographie machen. Jetzt müssen wir die richtige Größe des Implantates bestimmen. Wir sagen ja dazu Cage. Cage ist Englisch und heißt Käfig oder Körbchen, weil das früher so wie so ein Korb ausgesehen hat. Und ich nehme einfach mal jetzt geschätzt diese Größe, ist 5 mm hoch. Ich weiß nicht, ob die gut passt. Das sehen wir jetzt gleich unterm Röntgenbild. Ist fast ein bisschen hoch. Jetzt gucke ich nochmal den 4 mm hohen. Nochmal ein Bild. Der ist besser. Ne? Also der passt besser rein. Ich will auch nicht überspannen, das Bandscheibenfach. Also wir nehmen 4 mal 11 mal 14 bitte. Das ist ein Knochenersatzstoff, Hydroxylapatit. Das haben wir auch im normalen Knochen. Und das hilft, dass der Körper eigene Knochen besser mit dem Cage und den angrenzenden Wirbelkörpern verwachsen kann. Also es ist im Endeffekt ein fusionsförderndes Material. Und das, was da jetzt noch drauf gemacht hat, das waren die eigenen Knochenstückchen. Genau, das ist der körpereigene Knochen. So, ne, so sieht das dann aus. Hat eine Titanoberfläche. Und in der Mitte ist Kunststoff. PEEK, Polyetheretherketon.
Und das kommt da jetzt gleich rein. Wird jetzt mit so ganz leichten Hammerschlägen hier eingebracht. Nochmal. Jetzt wollte ich noch eine Platte davor schrauben. Und zwar deshalb, weil er noch zusätzlich dieses Wirbelgleiten hat. Also er hat noch verschobene Wirbel. Das ist deshalb. Normalerweise braucht man das nicht. Er ist auch jetzt relativ gut schon ausgegradet. Aber zur Sicherheit versuche ich jetzt noch eine Platte davor zu schrauben. Das ist einfach ein bisschen mehr Stabilität. Mhm. So eine Platte, ne, die jetzt gleich mit Schrauben an die Wirbelkörper noch fixiert wird. Was ist kriegt der Patient dann auch einen Ausweis für Flugreisen etc.? Also in den meisten Fällen piepst das gar nicht, auch wenn wir das denken. Und Ausweise, Implantatausweise sind bei so einer Platte oder bei diesem Cage nicht vorgeschrieben. An der Wirbelsäule nur bei Bandscheibenprothesen oder bei Ersatzimplantaten für den ganzen Wirbelkörper. Also vorgeschrieben ist es nicht. Aber wir haben Ausweise. Ne? Ja. Wir machen das trotzdem, damit die Patienten wissen, was sie im Körper haben. Und wenn man vielleicht irgendwann noch mal da operieren müsste und die Platte entfernen müsste, dann wüsste man, welches System man bestellen muss, um die Platte wieder rauszukriegen. Solche Platte benutzt man zum Beispiel auch gerne, wenn ein Patient einen sehr weichen Knochen hat bei Osteoporose. Dann hält die natürlich auch etwas mehr als ohne, und dann hat man weniger Risiko, dass diese Bandscheibenersatzimplantate einbrechen. Das tun sie nämlich gar nicht so selten. Gerade wenn sie aus Titan sind, dann können die in die angrenzenden Endplatten einbrechen in die Wirbelkörper, und das möchte man eigentlich nicht. So sieht das jetzt aus. Und der Cage ist da unten. Der Patient darf heute schon wieder aufstehen. Er bekommt gleich von mir noch, Spitzendissektor, eine weiche Halskrawatte angelegt. Das ist eine Erinnerungsfunktion, dass er frisch am Hals operiert ist. Ja. Und die trägt er 6 Wochen. Er darf sie kurzzeitig abnehmen, zum Duschen, zum Rasieren, zum auch mal einfach nur Lesen oder Fernsehen. Die Beweglichkeit wird dadurch nicht relevant eingeschränkt. Und das ist auch eine Halskrawatte, die wirklich insgesamt sehr bequem ist. Aber ansonsten traue ich diesem Implantat schon eine uneingeschränkte Belastbarkeit und Stabilität zu. Jetzt kriegt bitte den restlichen Nanostim. Keine Reha, ist nicht nötig. Macht zu Hause 1 bis 2 Mal die Woche Physiotherapie. Aber eher, um ein bisschen Muskelverspannung zu lösen, ein bisschen Haltungsschulung zu bekommen. Aber er soll ja auch nicht schwer heben, nicht mehr als 5 Kilo. Ja. Und das die nächsten 6 Wochen. So sieht es jetzt aus. Ne? Das ist das endgültige Ergebnis. Ne? So bin ich sehr zufrieden. Steht alles schön in einer Linie, Schrauben sitzen gut, schön wieder aufgerichtet, die Höhe. Also das ist ein sehr guter Verlauf. So, und jetzt werden die einzelnen Schichten wieder zugenäht. Ja, Professor Denzer, also die OP ist gut gelaufen. Sie sind zufrieden. Das war sehr veranschaulichend für uns auch als doch immer noch Laien auf diesem Gebiet, wo wir auch nie Profis werden, das einfach mal zu sehen. Und sagen Sie vielleicht noch einmal ganz kurz für Sie die Zusammenfassung, was Sie jetzt selber als Fazit sehen. Ja, also Operation ist sehr gut verlaufen, ist alles auch nach Plan abgelaufen. Das hat sich alles so bestätigt, wie ich es vorher schon gedacht habe. Also der Wirbelkanal war wirklich knöchern zugewachsen. Das hat sich also auch bestätigt, die Verdachtsdiagnose. Und wir haben es auch von der Stabilisierung her genauso machen können. Also den Bandscheibenersatzkörper eingebracht, diesen Cage, dann zusätzlich noch mit einer Platte fixiert. Es hat nicht viel geblutet, der Zugang ging gut. Ja. Also, und ich glaube schon, dass er jetzt sehr, sehr gute Chancen hat, dass er von dem Eingriff profitieren wird. Ob das schon in den nächsten Tagen ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist er jetzt zum Beispiel auch für die Zukunft geschützt. Da kann nie wieder irgendetwas passieren in dieser Bandscheibenetage. Das ist ja auch gut zu wissen. Ja. Also der Patient hat jetzt wirklich davon auch langfristig gute Heilungs- oder auch Erholungschancen, dass er wieder sich besser bewegen kann. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier dabei sein durften und Sie begleiten durften bei dem Eingriff. War sehr spannend und wir lernen jedes Mal dazu. Alles Gute weiterhin für Sie und Ihre Arbeit hier im Diakovere-Anna-Stift. Ja, lieben Dank. Vielen Dank. Wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke.